Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Big Ambitions. Ja, ihr seht schon, ich stehe hier in einem ganz interessanten Markt und ja, es gibt einen Laden, der uns Sachen einräumen kann. Und wenn wir hier in den Vorschau-Terminal gehen, wir hatten, glaube ich, einen Einzelhandel. Wir haben M1 und wir haben ein, wo ist es, Elektronikladen. Modern. Design auswählen und dann seht ihr schon, das ist das, was er uns vorgeben würde. Ich finde das ein cooles Design, sehr cool gemacht und ich würde das sogar gerne nehmen. So, wenn man natürlich jetzt schaut, okay, wie viel kostet denn das eigentlich? Ja, hallo, ich brauche mal einen Mitarbeiter, dann regieren wir jetzt noch einen Mitarbeiter brauchen, dann sagen wir hier, ja, ich hätte hier den Saturn, wir sagen mal so viele Tage, ein paar Tage zum Einrichten, modern. Wir reden von einer Million fast. Wir reden fast von einer fucking Million. Das tut weh. Also, macht das keinen Unterschied? Installationsgebühren, das schon mal hier. Installationsgebühren. Das wäre ja quasi morgen. 90 hinten. Das macht keinen Unterschied. Also kann ich ihm auch sagen, rein theoretisch morgen. Dafür müssten wir jetzt aber mal kurz mal mit der Bank telefonieren. Denn es wird mich schon, sagen wir mal, reizen, das zu machen. Deswegen wir mal Kontakt und rufen mal kurz mit der Fantander Bank an hier. Ich brauche ein neues Darlehen. Wir reden von, sagen wir mal jetzt, mit Erstbestellung von Sachen 1,4 Millionen. Sind tägliche, täglich zurückzahlen 7 Millionen. Weißt du was, das machen wir jetzt. Was ist mit Jensen Capital? Anrufen, Servus, du, ich brauche eine neue Ding. Ich bräuchte 1,4 Millionen. Geht das bei dir? 7.000? Nur 40.000 Brunnen. Also reden wir davon, dass ich mir mit 800.000 das Ding da holen könnte. Und dann mit den restlichen Kohle, was ich mache, muss ich dann sozusagen die den Rest da besorgen. Haben wir noch eine Bank? Hier irgendwo habe ich Bank gerade ausgewählt? Nein, Bank habe ich nicht ausgewählt. Hier vorne ist eine Bank. Was ist das? Das ist die Vantanda. Ach, das ist eh die Vantanda Bank. Ha! Super, das ist die Vantanda Bank. Gibt es ernsthaft nur diese zwei Banken, die eine billige und die andere nicht, oder was? Scheint so. Ja, dann müssen wir das wohl so machen. Wir gehen jetzt auf. Nee, nicht Bismin. Wir gehen auf. Nein. Wo ist mein Telefon? Nein, das war mein Employees. Hier, so. Vantanda. Über 800.000 können Sie nicht vergeben. Anrufen. Neues Darlehen. Ich hätte gerne 800.000. Damit können wir auf jeden Fall weiterhelfen. Ihr Betrag wird sofort auf Ihr Bankkonto überwiesen. 1 Million auf dem Konto. Super. Dann gehen wir nochmal zu den Herren. Oh, das fühlt sich so böse an auf der einen Seite, aber es wird mega cool. Morgen. Modern. Bestätigen. Sind die damit, dass von Innenausstattung des Gebäudes verkauft und dem Gesamtverfahren abgezogen wird? Ja. Nein. Können wir sonst noch helfen? Nein, danke schön. Bedeutet, morgen ist der Laden fertig. Holy shit. Wir müssen auch nichts mehr erledigen. Der Laden wird eingeräumt. Was wir noch erledigen müssen, das können wir daheim machen. Bleib mal stehen hier. Da fahren wir aber schnell nach Hause. Nein. Ich will hier reingehen. Und zwar müssen wir natürlich jetzt Mitarbeiter suchen. Dafür würde ich erstmal auf meine Employees gehen, weil wir haben wahnsinnig viel was mit dir. Ah, der hat sich alle krank gemeldet, okay. Ich würde mal gerne, nee, also ich bin letzter verwirrt immer wieder hier. Headhunter, genau. Nee, ich bräuchte Kundendienst, 100%.
Nee, Vollzeit muss sein. Kann ich nicht sagen, ich will Vollzeit, will keine Zeit halt. Keine. Das sind die Sachen, die mir auf jeden Fall auf den Sack gehen würde. Und Rekrutierung beginnen. Anzahl gehen wir mal von 10. Dann machen wir mal 15 aus. Gut, Dankeschön. Und dann würde ich noch schnell bei einer externen Firma anrufen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist denn Unternehmen hier? City Workforce anrufen. Ich rufe mal aus unserer Geschäftszeiten an. Wir zocken jetzt nochmal so 2 Stündchen oder so. Spiel beginnen. Kristen Bahut, okay. Oh, der Laden ist eingerichtet. Man merkt's. Der Laden ist eingerichtet. Möbel und Innenausstatter. Hallo, die Installation für das Gebäude auf der wurde abgeschlossen. Vielen Dank für Ihren, dass Sie unseren Dienst genutzt haben. Ja, also Dankeschön, dass Sie es gemacht haben. Perfekt. Sander Smartwatch, Smarter, ich brauche die ganzen Arti-Sachen hier. Nur, was? Vorräte an. Neues Boss Kopfhörern. Sag mal, Telefon, Telefon, Telefon. Kopfhörern. Papiertüten sind ausgegangen. Alter Verwalter. Gut. Vorteil ist natürlich, du brauchst in so einem Laden relativ wenig Produkte, weil du ja nicht auf Masse gehst, sondern halt auf Preis. Bedeutet, der Einkauf wird auch ein bisschen kleiner, hoffe ich mal. Aber wenn wir gerade vom Einkauf reden, ich bräuchte mal ganz kurz hier meine Kollegen im Einkauf. Gut, wenn ich mich hier dafür auskenne, das Einkäufer. Einer von euch ist, glaube ich, nur für solche Sachen zuständig, glaube ich, in dem Fall, ne? Wer hat die ganzen Zenwin Smartwatches? Ich bestelle 100 davon. Machen wir 150. Wir reden jetzt immer davon, dass wir das in 2 Läden brauchen. Das könnte eklig werden. Davon brauche ich auch. Oh Gott, die sind gerade teuer. Rhythm-Kopfhörer. Orti-Telefon. Davon kann ich auch 200 nochmal bestellen. Was, wir gehen sogar noch auf. Hier ein bisschen höher. Aber wie gesagt, das Ziel ist ja, dass wir eigentlich den Preis so gut wie möglich hoch bestellen. Was? Achso, ich habe keinen. Ja. Main-Vertrieb. Main-Vertrieb. Aktuell geht doch alles zum Main-Vertrieb. Dankeschön. Dann hätte ich gerne Kontakt kurz mal mit der City Workforce aufgenommen. Ich bräuchte bitte für einen Saturn. Dann halt nicht. Anderson Recruitment Trip anrufen. Ich bräuchte bitte für Saturn eine Reinigungskraft. Anzahl an Kandidaten 6. Verbleibende Tage. So. Passt. Dankeschön. Gut. Wir schauen mal kurz im Laden und machen uns mal kurz einen Überblick. Wir müssen dann auch noch die ganzen Preise einstellen. Das wird nochmal eine Sache, die bisschen. Hallo! Die natürlich auch noch zu bedenken gibt. Da ist der Saturn. Schauen wir doch mal rein. Ja, nichts ist ausgestellt aktuell, das ist klar. Es könnte auch sein, dass wir natürlich doch Sicherheitsmänner auch noch einstellen müssten. Glaube ich, ergibt hier sogar Sinn. Ich mag die Einrichtung. Ich finde das gar nicht schlecht. Deswegen lässt du das Profis machen. Das da finde ich ein bisschen doof, dass du so Ungereimtheiten hast, aber mei. Wie viele Lampen die auch aufgehängt haben. Kuppel. Oh, es sind Überwachungskameras drin. Nice. Die sind mir gar nicht aufgefallen, aber hier sind ja Überwachungskameras drin. Schicke Sache. Bismen. Saturn. Würde ich doch hier auch wahrscheinlich. Upp, irgendwann in. Alter, was ist das für eine Liste? Müsste ich ja irgendwo rein theoretisch auch die Überwachung sehen, oder? Sicherheitspersonal Schließfach. Okay, vielleicht sollte ich doch nochmal Kontakt kurz aufnehmen mit der. Das ist ein Recruitment Troop.
Neue Kampagne starten. Ich bräuchte für den Saturn bitte auch Sicherheitspersonal. Keine Teilzeit. Anzahl an Kandidaten 8 oder 9. Machen wir so. Bestätigen. Dankeschön. Habe ich das jetzt eigentlich vorhin gekauft, die Bestellung? Ich hoffe mal. Einkauf, habe ich die Bestellung aufgegeben? Ja, habe ich. Gut. Da ist ein Taxi. Dann lassen wir den Tag schnell vergehen, weil dann sollten wir morgen spätestens, denke ich, neues Personal, das ganze Zeug bekommen. Was wir heute immer noch machen können, ist, Asche, wir haben hier schon unter Kandidaten einen Kundendienstmitarbeiter erhalten. Das ist super. 95, vollzeitkritisch, keine Spätschicht, friedliches Arbeitsumfeld. Der fällt schon mal in einen guten Bereich für mich rein. Ich würde aber gerne im Bismen unter Saturn unter Preise gehen. Denn wir sehen hier, wie fast der niedrigste Preis ist und den unterbieten wir jetzt immer. Vielleicht sogar ein bisschen heftiger. Hier das Telefon. Da sind wir mal richtig heftig. Gehen 55 rein. Hier 1000. 180. Da sind wir ein bisschen näher dran. Da machen wir 240. Da machen wir 5. Da machen wir 480 in dem Fall. Und hier machen wir glatte 440. Nice. Sind sechs verschiedene Artikel jetzt. Bedeutet, wir müssen aber auch wiederum mal kurz bei unseren Lieferanten anrufen. Warte mal. Wenn ich nicht immer so dumm wäre. Wir haben hier noch was frei. Ihr braucht bitte für den Saturn jetzt, genau. 100, 100, 100, 100, 100, 100 und davon machen wir 800 auf Lager oder so. Gut. Dann sollte das hoffentlich reichen. Dann haben wir danach nochmal so eine Bestellung reinhauen. Dann können wir Stück für Stück das Lager wahrscheinlich erhöhen. Gut. Aber wir machen das jetzt schnell, weil ich bin natürlich gehypt auf das Ganze. Jetzt hat, wir schlafen durch. Zeit überspringen. Weil wenn Saturn eröffnet ist, heißt es natürlich, bei uns wird es abgehen wie Schnitzkatze. Und das ist natürlich eine Sache, die ist super. 35.000 Import ist eingetroffen. Perfekt. Bedeutet, hoffentlich ist das Lager voll. Heißt nichts Gutes. Wir müssen mal kurz zum Saturn bitte fahren. Ah, wahrscheinlich, weil wir so viel Aussteller haben. Oh Gott, ja, stimmt. Wir haben ja ganz viel Aussteller und die halten ja allein schon teilweise massive Sachen. Und lass mich, oder wahrscheinlich habe ich mit den 800 Dingern übertrieben, oder? Nö, das schaut eigentlich gut aus. Wir gehen jetzt nochmal hier in Bismen, Einkäufer. Was warst du hier? Preiswerter Schmutz. Schmutz, genau. Preiswerter Schmuck raus. 125, wir können noch ein bisschen mehr machen. Wenn wir alles auf 200 erhöhen, wie viel haben wir dann? Schau, hier ist nicht zum Beispiel alles weg schon. Okay, damit wenn wir zum Beispiel drüber. Wir gehen jetzt zum Beispiel hier auf 50 runter. Bei dich auf 60. Sind wir da? Bei dir gehen wir auf 250 in dem Fall jetzt. Genauso wie bei dir. Dann gehen wir auf Bestellen. Gut, Dankeschön. Das macht uns zwar jetzt arm, aber wurscht. Morgen sollte es dann alles hoffentlich erledigt sein. Wie schaut es mit unseren Kandidaten aus? Kundendienst ist viel dabei und Reinigung auch. Das ist sofort. Sicherheitsmittel sind auch zwei dabei. Vollzeitkritisch, das ist perfekt für mich. Nachtschichten, Reinigungsschichten, das ist okay. Keine Frühschichten, friedliches Arbeitsumfeld, keine Spätschichten. Wisst ihr was? Ich muss euch natürlich alles zuweisen, weil es halt alle für Saturn gedacht ist. Das wisst ihr aber dann natürlich. Ich finde euch alle in der Zeit, ihr seid alle sehr simpel.
Ihr alle einstellen bitte, bestätigen. Bismen, Saturn, Zeitplan. Ich will alle Tage geöffnet haben, bitte, natürlich. Das ist wohl klar. Und am liebsten eine 24-7-Öffnungszeit. Das werde ich nicht hinkriegen mit der Einteilung, denke ich. Wir werden mal schauen, wie es mit der Putzkraft ausschaut. Da sind wir schon am Limit, okay. Okay, wir werden jetzt mal hier so machen fürs Erste, denke ich. Wir brauchen auch eine Sicherheitskraft. Und das wird. Ich meine, wir machen jetzt auch so, dass du hier hinläufst. Wo ist denn jetzt hier die Person, Sicherheitspersonal? Genau hier. Zack. Und der andere Sache Sicherheitspersonal hier. Zack. Vollzeit, Vollzeit. Perfekt. Gut, du bist Vollzeit. Keine Nachmittagsschicht. Was ist das? Das hätte ich hier erfüllt. Gut. Und du hast deine 48 Stunden rein theoretisch voll. Dann haben wir dich auch noch. Du willst keine Spätschichten. Keine Frühschichten. Habe ich noch jemanden mit 0 oder fehlt mir jetzt? Okay, dann ist aktuell mal so. Ich kann ihn auch so platzieren, oder? Fürs Erste so, okay. Dann sind wir rein theoretisch ja ausgestattet. Fürs Erste. Weißt du was? Wir machen einfach direkt auch auf. Und dann verkaufen wir doch schon mal. Das wird zwar eine relativ. Ah, wir haben oh, so viel Blüten. Warte mal, Bisman, Logistikmanager. Wo ist er? Alles auf 200 bitte anheben. Und dich auf, machen wir 3000 im Lager erhöhen. Dankeschön. Zeit vorspulen. Dankeschön. Oh, wir haben jetzt wahrscheinlich relativ viele Recruits. Putzdamm bräuchte ich aber gleich nur noch zwei, ne? Nehmen wir dich. Sicherheit nehme ich diesmal doch ein bisschen ernster, denke ich. Lass mich mal ganz kurz bitte ein bisschen schauen. Saturn. Und in den Zeitplan. Wir haben vier Plätze. Bedeutet, wir können A. 8 Sicherheitspersonal. 8 Putzkräfte reintisch. Wir werden auf vier Putzplätzen bleiben. Jeder kriegt bloß sein eigenes Ding. Also, wir werden noch zwei Putzfrauen einstellen. Wir brauchen noch 6 Sicherheitspersonaler und 5. Und 5 normale Leute. Gut, okay. My Employees, Kandidaten. Nach Hauptfähigkeit mal sortieren. Wir nehmen für euch bitte, weil ihr zwei seid gleich ganz. Du willst Teilzeit. Nope, bist schon raus. Hast schon verloren. Teilzeit, Vollzeit. Bist drin. Gut. Reinigung, Sicherheitsmann. Bin gerade beim Überlegen, ob ich einfach alle einstelle, aber es sind. Das sind nur die Recruitments, die wir dafür hatten, ne? Ja, okay, wir müssen da eh nochmal sonst machen. Vollzeit, da haben wir gesagt, wir brauchen noch mindestens 4 Stück. Dann sagen wir willkommen, ihr seid alle eingestellt. Wuhu! Und der Rest, ich muss euch leider sagen, ihr seid raus. Dann gehen wir in den Businessman, in Saturn, in Zeitplan. Und tragen die ganzen Leute ein. Brauchen natürlich noch Arbeitszeit hier. Schauen wir mal, wie gut der läuft am Ende. Ich bin gespannt. Hä? Habe ich keine 6 eingestellt? Hab ich nur 4? Oh, ich habe nur 4 genommen, ne? Ich bin schlau. Ich bin schlau. Ich bin schlau. Gut. Und dann können wir bei unseren Putzkräften noch einen Plan machen. Weil der Laden läuft jetzt an, grundsätzlich. Also wie gesagt, es fehlen jetzt nur noch normale Mitarbeiter.
Was ich noch machen will, ist Bisman, Personalleiter, ihn hier Personal zuweisen, füllen und zumachen. Oh, und dann müssen wir dich noch füllen, wahrscheinlich. Füllen und zumachen. Ich brauche vielleicht noch einen Personaler. Die Leute kaufen schon ein, wie es ausschaut. Morgen sollte das Ding dann auch relativ voll sein. Da ist mein Taxi. Morgen werden wir noch keinen Effekt, denke ich, von dem Laden spüren. Aber ich denke, die Tage würden wir oder werden wir einen starken Hang merken, wie gut das Ding hoffentlich läuft. Wir gehen los, schlafen 7. Und spüren wir schon was? Holy shit! Oh! Seht ihr das? 100.000 Umsatz am ersten Tag. Wir sind nicht voll besetzt. Nada niente. Ne, das war jetzt eigentlich nicht der Plan, aber holy shit. Bisman? 20.000. Hä? Ich bin gerade geschockt. Ich brauche Kopf. Ich muss wieder Kopfhörer einkaufen. Ich muss nochmal so eine Bestellung aufgeben wie gestern. Darf ich mal kurz bei den Rivalen gucken, was das bei mir ausgemacht hat? Wo bin ich? Da bin ich jetzt. Holy shit! Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Denn der Saturn hat ein wöchentliches Einkommen angeblich von 140.000 jetzt. Und das war der erste Tag. Holy shit! Oh, ist das ein gutes Feeling. Wir sind gerade auf Top 14 gelandet und sind bald auf Platz 13 und kommen bald in die Top 10. Der Laden hat es gerade richtig gerockt. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.